Erstes müssen wir den Startknopf drücken. Ich wollte gerade schon mitschreiben. What? Was geht denn jetzt hier ab? Mach mal langsam, Leute. Neue Sprachnachricht. Yeah, Mr. Mason. I guess we got cut off and I can't seem to get through on your phone. Listen, to lower the bridge, here's what you do. First you push the start button. A colored light'll come on. If it's blue, move the center lever. Now if it's red, move the left lever. If it's green, don't do anything, just wait. And if the yellow light comes on, move the right lever. You just gotta keep doing this until the bridge engages, okay? Best of luck, Mr. Mason. Okay, ich glaube, das Licht war blau, was hier gerade angegangen ist. Ich habe zwar jetzt nebenbei mitgeschrieben, aber okay. Wenn das Licht blau ist, den mittleren Hebel. Ja. Das ist doch der... Nochmal. Der gelbe. Dann glaube ich den roten, hat er gesagt, oder? Ah, jetzt kapiere ich es. Der blaue, dann der mittlere. Was? Über Rot hat der überhaupt nichts gesagt. Aber es war richtig. Okay. Aber die Dahlia, wie krass, dass sie dann halt nochmal anruft. Echt der Hammer. Bevor ich jetzt ins Auto steige, mache ich einen ganz kurzen... Ja, ich mache gar nichts, bevor ich ins Auto steige, denn ich steige einfach ein. Let's go. Ja. Level with me, Harry. This is a joke. Was? You're putting me on. No, I told you. Because if you got a problem with me, but you're too chicken shit to come out and say it. Was? It's low. It's pathetic. Du. Have some self-respect. I'm not making this up. I'm not. Just drive. Okay. Alte Zicke. Was will die denn? Das gibt's doch wohl nicht. Ich wollte eigentlich sagen, ich speichere mal. It's not okay. I think you're full of shit. Alte. Dahlia, listen. I'm not gonna sit here and have you screw around with me. I don't need the hassle. Harry? Dahlia! Oh, shit. Oh, Mann. Wir sinken hier gerade im Auto. Wow, ist das krass. Dahlia ist schon ziemlich eingefroren. Und das Auto füllt sich so langsam mit Wasser. Oh, oh Gott, was war das? Ich habe was gehört. Ich muss hier irgendwie Oh Gott, ich muss hier interagieren. Harry! Oh oh, kann ich hier nicht... Ich glaube, ich kann hier nicht raus. Ich kann auch nicht interagieren. Ich muss warten, bis wir gesunken sind. Wow, echt krass. Aber wie sie auch sofort eingefroren ist. Und das Wasser steigt immer höher. Und immer höher, aber es sieht so aus, als wären wir gleich auf dem Grund. Nämlich genau jetzt. Oh Mann. Ja, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie raus. Interagieren, ey. Ihr seid witzig. Jetzt nochmal das Fenster auf und noch mehr Wasser reinlassen. Ob das so eine coole Idee ist, ich bin mir da nicht so sicher.
Oh Mann, ich weiß auch gar nicht mehr, was hier zu tun ist. Okay, wir kommen nicht raus. Wir können uns nach hinten setzen. Da ist eine Taschenlampe. Oh Mann, ich finde das gerade so einmal gruselig. Oh Gott! Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh Mann! Nein, Harry, geh nach hinten! Wehre dich nicht. Okay. Bald ist es vorbei. Ich hab grad so eine Gänsehaut. Bald ist es vorbei. Ich kann hier nichts mehr machen. So kalt. Oh Mann. Was ist das? Das ist das Radio. Oh shit, Leute. Ich hab grad so Angst. Was muss ich machen? Oh, verdammt. Ich zitter voll. Hey, Scheiße. Harry, geh da weg. Mach das Radio aus. Mach das Radio aus. Mach es. Es geht nicht aus. Leute, ich habe gerade so Angst. Was ist denn das? Ich will hier raus. Oh, Gott sei Dank. Oh God. Nasty, but inevitable. Everyone is going to die, even if we like to pretend otherwise. You could die tonight, in your sleep. Why doesn't that terrify you? How would you like to die? No, wait, let me guess. You'd want to die surrounded by family. It's academic, really, as we're only truly conscious of death when it happens to others. Get to my age, you'll have seen plenty of people die. There, one minute, then gone. Okay, game time. There are 7 pictures of people on the table. Your job is to tell me who is dead and who is merely sleeping. Divide them up. Left, dead. Right, sleeping. Wow, das war jetzt voll ein echter Schockmoment. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder hier bin. So, daran kann ich mich erinnern. Wir sollen also zuordnen, welche Leute tot aussehen und welche nicht. Wir könnten jetzt einen auf super optimistisch machen und sagen, alle schlafen nur. Aber das wollen wir ja nicht. Deshalb fange ich einfach mal mit dem hier an. Und achtet mal darauf, 3 der Fotos sind weiß und 3 der Fotos sind schwarz. Was hat das wohl zu bedeuten? Hat das überhaupt was zu bedeuten? Sind die 3 Schwarzen die Toten? Man weiß es nicht, also so ganz blicke ich da auch noch nicht hinter. Ich würde jetzt sagen, wo war er denn? Da, der Mann liegt halt da einfach so... Ja, in so einer Pose, nicht als wäre er mit Absicht schlafen gegangen, sondern einfach so, als wäre er auf dem Bett eingeschlafen, würde ich sagen. Ein Arm liegt halt so auf dem Körper, der andere so ausgestreckt. Ich würde sagen, der schläft. Ja, das wäre auch schön, wenn ich das da hinpacken könnte. Wie kann ich das da hinpacken? Vielleicht so?
So, ich möchte den gerne... Ah, okay. Gut, was haben wir hier? Ja, das ist mir gerade noch zu schwer. Der könnte tot sein, könnte aber auch einfach so... so rumhängen. Sie schläft auch, würde ich sagen. Wen haben wir noch? Okay, die liegt nicht wirklich im Bett, sondern es ist eher so eine... wie so eine sitzende Haltung. Aber ich würde sagen, auch sie schläft. Ist das eigentlich egal, wie wir die anordnen? Ich weiß es gar nicht. So, wen haben wir noch? Der, würde ich sagen, ist tot. Das ist zwar auch eher so eine Sitzhaltung, aber... ja, ich weiß nicht. Normalerweise wird dann der Kopf wahrscheinlich ein bisschen hängen. Zumindest ein bisschen, aber ich denke, das ist eher eine Position, wenn man tot ist, als wenn man schläft. Der hängt total auf dem Stuhl. Ich meine, so kann man nicht auf dem Stuhl hängen. Weder wenn man schläft, noch wenn man tot ist. Aber ich will trotzdem mal den Tod. Das passt irgendwie besser. Da kann ich ehrlich gesagt total wenig erkennen. Es ist auf jeden Fall eine Frau mit Kleid. Ich würde sagen, die schläft. Ja, und bei ihm? Gute Frage. Gute Frage. Der runterhängende Arm. Es kann natürlich auch sein, dass der nur schläft, aber... aber irgendwie... ja, wahrscheinlich doch eher tot. Nee, das kannst du auch mal wieder dahin machen. So. Dann? Ja. It's just an exercise. Doesn't matter if you were right or wrong. In reality, they were all sleeping. Okay, let's get back to it. Who's Dahlia? A girl. The car went into the river. She drowned. Another crash? This is a different girl? You must have seen the bridge. We went right off the side. Harry, the bridge has been closed since the storm started. You swam. You could have died of hypothermia. My clothes? You were soaked to the skin. I grabbed what I could find here. We need to talk. When I was at the station, I pulled the file on Harry Mason. So? No! No! Oh, shit. Okay, wir müssen mit dem Rollstuhl hier durchfahren. Ich kann auch gerade nicht mehr viel dazu sagen, was passiert ist. Eigentlich wollte ich ja eben kurz speichern. Aber gut, jetzt ziehen wir das hier noch eben durch. Ich drücke total feste auf den Knopf, aber irgendwie fährt er nicht schneller. Das finde ich jetzt eigentlich eher unnötig hier, die Passage. Aber nun gut, ist ganz witzig vielleicht. Ja, wie gesagt, ist eventuell ganz witzig für den einen oder anderen. Ich finde das, ja, ist spaßig, aber halt einfach total unnötig. Harry hat neue Klamotten. Finde ich auch super. Tolles Outfit irgendwie. Ach Gott, das ist das mit den Zügen. Leute, das ist so kompliziert. Mensch, ich muss eine Aufnahmepause machen. Ich habe zwar gerade wirklich extrem Lust. Ich könnte dieses Spiel wahrscheinlich jetzt komplett durchspielen. So viel Bock, wie ich gerade darauf habe. Aber, scheiße, ich wollte die Fakten... aber da bräuchte ich wahrscheinlich eine extrem große externe Festplatte. Genau, renn doch einfach in mich rein, du Arsch. Ich glaube, man muss sich relativ links halten, also immer geradeaus und links. Deswegen werde ich das machen. Diese Passage ist super ätzend hier mit den Zügen. Einfach durchrennen. Oh, einfach durchrennen, genau. Ja, komm, ey. Ja! Ihr seid Schweine. Ihr seid Schweine. Ganz fiese Schweine seid ihr.
Genau, da kommt wieder einer. Harry, lauf. Mann, ey, diese ganzen Verfolgungsjagden, das macht mich... Oh, nein! Nein! Ey, wie viele sind denn hier? Sag mal, das gibt's doch nicht. Nimm die Fackeln mit. Oh, shit. Oh. So, jetzt machst du gleich eine Fackel an, Harry. Oh Mann, wo sind wir? Ihr blöden Biester. Ich komme hier noch heil raus. Keine Angst, Leute. Die blöden Viecher können mir gar nichts. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Trash ist immer noch hier der Obermacker, die Obermackerin im Spiel, natürlich. Oh, wir haben es geschafft. Geil, Omat. Wir sind schon da. Gut, Leute. Wir haben eine Nachricht bekommen, die schauen wir uns an. Was war gestern ab mit dir los? Ich habe schlimme Kopfschmerzen. Wo zum Teufel hast du, was heißt das, Sus? SUV abgestellt? Also es ist ein Auto, aber Sus? Keine Ahnung. Hier können wir wieder irgendwas... Hier erhalten wir noch eine Nachricht und wenn ich die gelesen habe oder mir angehört habe, dann speichere ich eben kurz. Krankenhaus. Yeah, they say she'll be fine. She's young. It'll heal easy. She's fine. She liked the bear and the chocolates. Huh? Well, it's hardly spoiling her. And the song. And the song, sweetie. I got the DJ to play her a song on the radio. Yeah, well, I'll be here for another half hour till visiting time is up. Okay, gut. Wie gesagt, hier speichere ich jetzt mal und wir sehen uns einfach gleich wieder oder in der nächsten Folge. Tschüss!